Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, wo ich bin. Ich liege im Auto. Ich will das lange Wochenende nutzen und ein bisschen Oberbayern erkunden. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, aber jetzt raus aus den Federn, die Sonne lacht, die Vögel zwitschern. Ich will jetzt erstmal schauen, wo ich überhaupt bin. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn der Boden auf dem Parkplatz nicht eben ist, dann stellt euch mit der Motorhaube oder mit der Anhängerkupplung Richtung Berg oder Richtung abwärts. Dann könnt ihr euch aussuchen. Also in meinem Auto ist es halt so, dass ich mir aussuchen kann, wo das Kopfende ist. Entweder liege ich hier hinten an der Tür oder ich liege am Beifahrersitz mit dem Kopf. Und je nachdem, wo die Höhe ist, da kann ich dann den Kopf hinlegen. So liege ich nicht kopfabwärts. So, ich habe mich schon mal angezogen. Ihr seht, anziehen und Bett umklappen, Toilettengang, das passt alles hier morgens in meinem Van. Also ich brauche dazu nicht die Türen öffnen, gar nichts. Aber wenn jetzt schönes Wetter ist, dann frühstücke ich natürlich draußen. Ansonsten kann ich das auch hier im Auto machen. Kann ich euch mal kurz zeigen, wie das geht? Das Regal, was ich hinten am Schrank einhängen kann, um draußen zu frühstücken, das kann ich auch hier einhängen. Und dann habe ich hier einen Tisch und kann hier in aller Ruhe frühstücken. Ich habe jetzt schon mal recherchiert, was ich hier machen könnte. Ich glaube, ich werde heute durchs Pütlachtal wandern. Aber da vorne am Parkplatzrand ist ein Wegweiser. Da werde ich mich jetzt noch mal genauer informieren. Meinen Autoschlüssel habe ich eigentlich immer hier hinten. Oh, da steht der Abwasch noch. Geht gleich los. Hier hinten am Mann. Oder der steckt, dass ich im Notfall gleich losfahren kann. Und dass man abends nicht sieht, dass ich hier bin, verschließe ich immer die Gardine richtig fest. Und wenn ich keine Haken mehr finde, dann nehme ich einfach die Neodym-Magneten. Die sind auch unten in der Infobox verlinkt. Und die halten die Gardine richtig fest zu. Da kann keiner durchgucken. Aber jetzt raus hier. Jetzt erkunde ich erstmal den Parkplatz. Ein wunderschöner Ausblick hier. Hier stehen sogar Wanderstöcke. Da staune ich ja, dass die noch hier stehen. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Das ist übrigens mein letzter Kaffee aus Sansibar. Das Praktische übrigens, wenn man Flügeltüren hat, hier kann einem niemand auf den Teller gucken.
Auch wenn da jemand steht? Oder da? Ich bin hier blickdicht abgesichert. So, ich bin jetzt fertig. Mein Lunchpaket ist gepackt. Der Müll ist schon bereit zum Mitnehmen. Und ja, jetzt wird der Rucksack geschnürt und dann geht's los. Wird losgestiefelt. Jetzt wird noch abgewaschen. Und dann kann's losgehen. So, die Tour startet jetzt. Es sind etwa 12 Kilometer und es geht durchs Püttlachtal. Hier wird auch schon fleißig gearbeitet an Christi Himmelfahrt. There will be a day coming, a time of peace. Übrigens navigiere ich mich immer mit Komoot auf solchen Touren. Da gibt es super viele Touren, die es einfach schon gibt, wo man einfach nur hinterherlatschen muss, sage ich jetzt mal. Das kostet einmal im Leben 30 Euro, 29 noch was. Und dann hat man es für immer. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony and singing together a melody so pure, so real, only love. Take a look around you, can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see an open door. Puh, schaut mal, das ist der Dolomitfelsen Tabakpfeife. Er ist 10 Meter hoch. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. Das ist die Feuchtshöhle. Jetzt geht's hier ein kleines Stückchen Straße entlang, weil wir müssen unter die Autobahn durch und da hinten ist der Rasthof. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now, the source of love. Ich habe übrigens schon ein Drittel der Tour hier kein Internet. Ich find's immer sagenhaft. Ich war in Uganda, die Videos habt ihr alle gesehen. Also wirklich in der letzten Ecke, wo kein Tourist hinkommt. Und ich hatte perfektes Internet. Und hier? Mitten in Deutschland, mitten in Bayern, nix. Take a look around you. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see this all. Hier stehen die Kletterregeln. Das ist Zone 2. Hier darf man auf bestehenden Routen klettern. Würde hier eine 1 dran stehen, wäre Klettern verboten. Aber sehr schwer sieht's aus mit Überhänge. Das ist übrigens die Püttlach. Ich bin jetzt übrigens schon 7 Kilometer gelaufen. Jetzt ist ungefähr die Hälfte. Der Weg wird eigentlich nie langweilig. Man sieht hier immer wieder Felsen, die den Weg säumen. Wisst ihr, was ich hier richtig gut finde? Heute ist ja Herrentag und aus alter Tradition war ich Herrentag immer in der Sächsischen Schweiz. Und das kann man einfach nur mit Massentourismus vergleichen. Und hier, klar, ich treffe auch mal ein paar Wanderer, aber nicht so viele. Hier kann man richtig gemütlich in aller Seelenruhe vor sich hin spazieren. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human hearts. Mm-hmm. Mm-hmm.
wie hübsch. Hier am Lieblingsplatz mache ich jetzt eine kleine Rast. There will be a day coming, a time of peace. No more pain and suffering, just ease. Soll ich euch mal meinen Ausblick beim Essen zeigen? Herrlich, oder? Und hier vorne, da steht mein Stativ. Da mache ich immer so die Videos, die ihr seht. We will be living in harmony. Da führt der Weg entlang quer übers Feld und dann dort hinten, seht ihr es ja, da führt er wieder in den Wald hinein. Ui, jetzt wird's interessant. Ein Felsendurchgang. Mal schauen, was dahinter los ist. Oh, da steht ein Fahrrad, da ist ein Rastplatz. Singing together a melody. So pure, so real, only love. Take a look around you. Oh, schaut mal, wer hier neben mir sitzt. Oh, der muss mal von seiner Wolle befreit werden. Natürlich, support the locals, werde ich jetzt hier was Leckeres essen. Hier gibt es so belegte Brote mit geräuchertes oder also selbstgemachtes vom Bauernhof und Getränke. Da habe ich mir einen Kaffee bestellt, habe nichts Warmes dabei. Ja, jetzt warte ich mit Schaf. Einmal Kaffee und geräuchertes, 8,50 Euro. Hey, wenn ihr hier seid, unbedingte Empfehlung, hier so ein Brot zu essen. Es ist so lecker, ganz frisch und selbst gebacken. Ah, schaut mal. Hier gibt es das leckere Brot wahrscheinlich zu kaufen. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others. Schaut ihr auch so gern da oben rein? To take the hands, I can see an open door. Oh, schade. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. Also manche Wege bei Komoots führen wirklich über gesperrte Grundstücke, Privatgrundstücke, steht auch dran, betreten verboten. Und ja, dann kommt man hier so einen schmalen Pfad raus. Also das muss man erstmal finden. Das ist gar nicht so einfach. We can make it happen today. Ui, jetzt ist es nicht mehr weit. Ich bin in Hollenberg und muss nach Pegnitz. Dann sind wir hier eine große Runde gelaufen. Oh, we just have to say words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now the song. Schaut mal, da ist alles voller Blattläuse und die Ameisen lassen es sich schmecken. Of love. Take a look around you. Can you see it coming too? Gleich sind wir da. Vielleicht noch 2 Kilometer. Ach, schaut mal. Es ist nicht mehr weit. Ich sehe das Ziel. Am Fuße dieses Aussichtsturmes steht Wenner. So, die letzten paar Meter tue ich meinen Füßen noch was Gutes. Juhu, wir sind zurück. Mal gucken, ob das Auto noch da steht. Ja, da ist er. Puh, geschafft. Jetzt gönne ich meinen Füßen erstmal ein bisschen Erholung. Das war heute noch nicht genug. Ich bin jetzt von meinem neuen Stellplatz noch ein kleines Stück gewandert. Und zwar hierher. Hier ist eine Grotte. Ich zeige es euch mal. Und zwar ist das die Bismarck-Grotte. Ich würde jetzt niemals nicht hier reingehen, aber man darf es. Das
sind auch Fledermäuse drin. Also deswegen würde ich hier nicht reingehen, einfach weil es mir zu gruselig ist. Ja, die Bismarck-Grotte. Da oben hängt ein Schild, was kein Mensch lesen kann. Man könnte es so ranzoomen und dann lesen. Das geht. Nun aber genug für heute. Schaut mal, wie schön die Sonne wieder scheint. Ich gehe jetzt zurück zu Venna. Dann koche ich noch was Leckeres und dann schauen wir mal. Ich genieße hier den Abend, habe mir gerade noch hier einen leckeren Tee gekocht. Und schaut mal, hier ist sogar Wasser. Das wäre was für Cassie gewesen. Und eine Sitzgruppe. Auch ein schöner Stellplatz. I can see this open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach hier unten Abo dalassen und nicht die Glocke vergessen. Bis bald!